Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Wir hatten hier beim letzten Mal die Triceratops. Sind die sich am Unterhalten? Ja, sozialisiert sich. Nun, die stören sich alle an diese Kugeln, ne? Jetzt gehen sie trinken. Eine schöne Farbe haben sie. Ich meine, die Originalfarbe ist vielleicht ein bisschen schöner, aber ich musste sie ja modifizieren, damit das auch ein bisschen mehr läuft. So, Sterne können wir mal eben. Wir kümmern uns auf jeden Fall bald um die Zuschauer. Einkaufsbewertung ist bei 60%, Nahrung und Getränke. Also Spaß habe ich eigentlich nie Probleme. Dinosaurier-Sichtbarkeit habe ich auch nie Probleme. Ja, ändert sich gerade, ne? Aber, ja gut, Transport ist jetzt besser. Das ist schon mal gut. Großartiges Wohlbefinden und Dinosaurier wollen sie noch ein paar mehr haben. So, Kampf, Verrufenheit, da kriegen wir dann auch nochmal Punkte dazu, wenn es um Kampf geht wohl. Fürsorge, Vielfaltsstrafe, immer noch. Obwohl ich ja jetzt eigentlich schon ziemlich viele Dinosaurier habe. Ne? Also, ja, das hier geht immer hin und her. Deswegen, man hat es einmal voll und dann hat man auf einmal wieder diese Ecke hier. Und annehmbare Kapazität. So, die Sicherheit und die Zufriedenheit müssen wir noch erhöhen. Ganz klar, aber zuerst kümmern wir uns darum, dass wirklich überall Tiere reinkommen. Ne? Und wenn wir das dann fertig haben und eventuell auf 5 Sterne gekommen sind, werden wir die Einstellungen hier, ich kann euch das mal zeigen, Einstellungen, das Wetter werden wir mal, kein Wetter, werden wir dann auf schwere Stürme machen. Das ist, ja, das ist dann ziemlich krass. Krankheitsaufkommen können wir, wenn ihr wollt, wirklich auch mal dann erhöhen, wenn ihr es wollt. Aber ich denke, ihr wollt genau das Richtige sehen. Hier nehmen wir jetzt, hier können wir zum Beispiel zwischen Tag, Dämmerung, das können wir auch mal wechseln, damit man dann alles mal gesehen hat. Ausbruchsaufkommen, ja, hohes, ne? Und Stromausfälle, ne? Also wir können uns das richtig schwer machen, wenn ihr möchtet. Das werden wir auch. Aber noch nicht. Wir müssen ja erstmal hier. Also die 5 Sterne will ich voll kriegen. Bei mir geht es natürlich eigentlich anders. Ich mache es jetzt für euch, dass ich das jetzt Ganze bebaue und dann erst gucke. Aber ich gucke immer, habe sonst immer geguckt, dass ich wirklich einen Abschnitt mache. Den komplett, die Zufriedenheit, so wie am Anfang. Ne? Also ich habe erst das Notwendigste gemacht. Dann habe ich angefangen wirklich hier und das hier zu machen, dass die Leute wirklich erstmal zufrieden sind. Und dann habe ich angefangen, die ersten 2 Gehege und dann sind wir ein bisschen gerutscht und haben dann hier aber auch schon angefangen, ein bisschen Wohlbefinden reinzubringen. Und so, ne, dass man immer so einen Teil macht und dann hat man eigentlich auch ziemlich schnell die 5 Sterne voll, ohne alles bebaut zu haben übrigens. Ne? So, ich mache das mit den Tieren, dass die Gehege voll sind jetzt für euch und dann kümmern wir uns um das andere. Das heißt aber auch, dass es mit den 5 Sternen länger dauert, ganz klar. Ganz klare Sache. So, hier habe ich gesagt, Raptoren, ne? Machen wir. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Raptoren war. Oh, ja. So, der Stego. Ach du meine Güte. Jetzt haben wir wieder Dinosaurier, wo wir auch echt drauf achten müssen. Ist auch ein schönes Tier. Ich habe übrigens gehört, dass die oben diese Stacheln, hier, ne? Dass die nichts damit zu tun haben mit dem Kämpfen, dass das Schutz war, ne? Für sich selbst. Oh mein Gott, seht ihr? Okay, Wald. Er braucht mehr Wald. Er will mehr Wald. Tut mir leid, ich muss das jetzt hier wirklich zumeißeln mit Wald. Es tut mir wirklich leid, aber der will das so. Und wer wäre ich, ihm das zu verwehren? Komm, hier passt doch noch ein Waldstück hin, ein Baum. Hier passt wirklich nichts mehr hin, seht ihr? Doch, da. Geht das denn schon? Oh, nee, nicht wirklich. Er will mehr Wald. Ich nehme das da weg, die Futterstation. Und, ach so, wartet mal. Wir lassen die anderen mal eben frei, damit er sich nicht ganz so blöd fühlt. Wir machen direkt 2 neue, schon mal anschmeißen, das Gerät hier. Ja gut, zumindest einer erstmal. Aber wir müssen noch für Wald sorgen.
Wald, Wald, Wald. Da geht nichts mehr. Hier geht nichts. So. Ja, jetzt ist er da im grünen Bereich. Er braucht mehr Tiere und mehr von seiner eigenen Art, natürlich. Okay, also auch das werden wir ihm definitiv geben und sorgen. Oh, schon wieder zwei tote Tiere. Ja, natürlich, wieder von denen. Es ist zum Mäusemelken. Wir machen jetzt hier zwei neue. Oder waren es mittlerweile schon drei? Ich habe ja auch nicht mehr drauf geachtet. Aber die gehen einen wirklich auf den Keks. Ach, wir machen drei. So. Futterstation auffüllen. Zack. Zack. Ah, da sind noch mehr. Und auch noch mehr tot. Hier. Ein Mayasaurus. Müssen wir einen Mayasaurus nachproduzieren? Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Und ich glaube, nee, wo waren die Futterstationen noch? Da nicht, hier. Drei sogar. Beginne Produkttransport. Füge Aufgabe hinzu. So. Gucken wir noch einmal rum. So weit, so gut. Ne, hier unten noch einer. Beim T-Rex. Unterwegs um Futterstation. So, das dürfte aber dann alles gewesen sein. Hat er beide? Ja. Okay, das geht. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei den Stegos, ne? Hier. So, jetzt achten wir mal darauf, wie viele wir noch brauchen. Ja, so zwei, dann ist er im grünen Bereich. Wieso habe ich jetzt einen Triceratops gemacht? Oh Mann, bin ich blöd. Ja, wenn man so schnell klickt, ne? Wenn man so schnell klickt, dann ist das ganz klar. Wir brauchen einen Stego. Der Triceratops kommt wieder weg. Das wollen die sowieso nicht. Stego hier. Bestätigt. So, darum kümmern wir uns. Entschuldigung für die Unterbrechung, mein Sohn ist von der Schule gekommen. Das gleiche kann mir gleich noch mit einer Tochter passieren. Ist bei mir aber so, die Leute, die mich kennen, die wissen das. Aber ich erwähne es trotzdem immer noch mal ganz gerne. So, wir brauchen immer noch mehr Stegos. Und es dauert noch einen Moment. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, ja, ein Hotel haben wir noch. Die Kapazität reicht anscheinend. Ja, annehmbare Kapazität, genau. Den Rest machen wir dann gleich, wenn wir die ganzen Dinos voll haben. Ach so, hier können wir übrigens, ich habe noch nirgendwo drauf gedrückt, außer am Anfang auf dem einen oder anderen. Aber ansonsten habe ich hier immer wieder neue. Ich zeige euch mal ungefähr. Da stehen alle... ja, wichtigen Details der Dinosaurier drin, die man sich da wirklich... aber es steht zum Beispiel nicht drin, mit wem vertragen die sich und mit wem nicht und wie von wie vielen, wie viele, bla 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 und so. Das steht hier nicht bei. Das hätte ich gerne noch gehabt, aber das steht nicht dabei. So, hier haben wir Grabungsstätten, das, ne, Orte, Gene, Archiv und so weiter. Bis auf, ja genau, Ausgrabung habe ich noch nicht alle auf 100%. Und Archiv ist Charaktere, habe ich alle freigeschaltet. Stehen auch noch zu den Charakteren drin. Krankheiten habe ich, ja, ne? Obwohl, Mimos, was ist das? 1 von 15. Gut in der Zeit. Entschlüsselter Chatverlauf? Okay, das habe ich anscheinend noch nicht. Ich weiß nicht, was da fehlt.
Aber unsere. Achso, die sind fertig. Okay. Die haben wir schon gesehen, deswegen klicke ich sie jetzt weg. So, die lassen wir jetzt erstmal raus. Schon wieder Tote. Ja, Gullies. Aber Gullies sind ja, ne? Ich glaube, das ist an Altersschwäche. So, wollen wir neue Gullies machen oder nicht? Wir sind unterwegs, um Produkt einzusammeln. Nee, das ist ein anderer. Maya. Wenn wir hier noch einen Maya-Saurus machen. Moment, da sollen wir denn Gullies machen? Wie viele Mayas haben wir noch und wie viele brauchen wir noch? Naja, einer reicht, sehe ich gerade. Einer reicht. Gut, dann machen wir jetzt noch mal 4 Gullies gleich. Oder machen wir 3, reicht auch. So, Gallimimus sind jetzt nämlich einige gestorben. So, und noch ein. So. Jetzt müssen wir wieder Futter kontrollieren, wieder in diesem, klar, ne, sind ja auch nicht so viele Dinos in einem Gehege. Fahre zur Futterstation. Kommt auf die Liste. So, alle drei angeklickt. Ja, alle drei angeklickt. So. Jetzt kümmern wir uns weiter um. Also erstmal Stegos gucken wir jetzt. Achso, der Trike, genau, den wollten wir verkaufen. All das passt Produkt hier nicht. So, Stego, wir brauchen, ja, wie gesagt, wir müssen die noch, aber ansonsten sind sie zufrieden. Okay, Stego machen wir nochmal raus. Und der andere auch noch. Ja, das andere Labor besuchen wir auch noch, aber ich will das jetzt hier erstmal erledigt haben. So. In dem anderen war schon wieder, ich glaube, die Gullies gehen ziemlich schnell. Wo sind sie? Hier haben wir jetzt endlich einen, was heißt endlich, aber ich wollte euch das zeigen. Den muss man dann aussondern. Zack, und weg ist er. So, Gallimimus ist noch angeklickt. Wie ich gerade vorausgesehen habe, ist meine Tochter jetzt auch aus der Schule rausgekommen. Die Dinosaurier kennen wir ja alle, da brauche ich jetzt nicht nochmal draufhalten. Unsere Erfolgsraten haben wir ja schon erhöht gehabt ein bisschen, ansonsten wäre das noch öfters mit dem Aussondern passiert, wenn man das nicht modifiziert hätte, geupgradet hätte. Aber man darf auch nicht vergessen, unsere Lebensfähigkeit haben wir runtergepumpt, ne, auf 67. Ohne diesen Booster, den man, glaube ich, kriegt, wenn man auf 100% genommen ist, ohne diesen Booster ist, glaube ich, würde das noch weiter unten sein. So, na kommt. Schon wieder ein totes Tier. Wo denn? Ich gehe kaputt. Noch ein Maya. Ja, das ist halt eben, manche leben lange, manche unterwegs nicht, ne? Zur Futterstation. Transport, wegtransportieren und... Noch einen neuen Maya. Maya. So. Freilassen. Ja, hier warten wir noch auf den und der wird noch was länger dauern. So. Moment. Ne, der dauert noch. So. Kann ich euch jetzt alleine lassen, ohne dass ihr irgendeinen Mist macht? Ja, ist knapp an der Grenze, aber er bekommt ja noch Kollegen dazu. Oh nee, nicht schon wieder eine Krankheit. Wo denn diesmal? Oh Gott, und wisst ihr was? Produkttransport im Gange. Bei denen ist das echt so, dass die das schnell, ne? Je mehr Dinos drin sind, umso schneller kann sich die Krankheit natürlich verbreiten. Ich weiß noch nicht mal, was ist denn das für eine Krankheit? Das sieht man nicht. Was ist denn das hier? Hallo? Ja, hier ist nochmal. Idealer Bestand, soziale Gruppe. Ja, hier ist das vielleicht ein bisschen drin, wer was braucht. Schwellenwert und. Dinosaurierbewertung 2
Sterne und ein bisschen. Das habe ich mir alles noch nicht wirklich angeguckt. So, das, ja, halt. Ne? Aber das habe ich mir noch wirklich noch nicht. Achso, hier. Dinosaurier getötet, getötet, Sicherheitszäune durchbrochen, Menschen getötet, Gesundheit, Anzahl an Behandlungen, an Betäubungen, infiziert. Ja, das ist wahrscheinlich wichtig, wenn man wissen will, na, wird die Krankheit jetzt eingedämmt sein? Nein, das hat sich direkt der Nächste angesteckt, sage ich doch. Ach, der wird gerade behandelt? Hä? Okay, dann habe ich gerade den Falschen angeklickt. So, wird das heute noch was mit dem Schießen? Oder muss die Mutti das wieder übernehmen hier? Aber durch den Wald schießen? Er kommt nicht durch die Tiere. Er ist über das Tier gefahren. Das gibt's nicht. Tierquäler hier. Am Start. So, jetzt kann er schießen. Und wir haben schon wieder einen toten Dinosaurier. Nee, ist klar. Parasaurus. Na gut, dann machen wir... Nee, nicht Ranger-Team. T und R, da tue ich mich noch immer so ein bisschen mit... Zur Abholung des Produkts Parasaurus müssen wir noch. So, erstmal den Maya rauslassen. Jetzt machen wir noch den einen Parasaurus nach. Damit unser Bestand so bleibt, wie wir ihn hatten. So, das dürfte jetzt erstmal gut sein, oder? Stego? Wir gucken nochmal, wo sind denn die Stegos gewesen? Haben wir jetzt hier genug... Stegos drin oder wollen die immer noch? Ne, das geht. Das ist in Ordnung. So, wir hatten gesagt, die Raptoren, da machen wir ordentlich welche. Die gehören auch zu einem normalen Jurassic Park oder World, wie auch immer. Es sind verschiedene Namen, es sind verschiedene, ja, ich glaube, Produzenten auch, ne? Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Auf jeden Fall ist es verschieden, aber nichtsdestotrotz, für mich gehört das alles zusammen. Es ist eine ganze Reihe für mich, ja. Und es knüpft ja auch bei Jurassic World vieles an Jurassic Park mit an. Und das ist halt eben so eine Sache, wo ich sage, auch so die Musik, ne? Haben sie, finde ich übrigens richtig gut, dass sie die Musik nicht haben. Eine neue genommen, das hätte auch gar nicht gepasst. Warum mache ich hier so viel Wasser? Weiß auch keiner gerade, ne? Wollte ich jetzt überhaupt noch sagen? Ich habe schon wieder Faden verloren. Jedenfalls bin ich froh, dass sie das so... dass sie das so echt gelassen haben, auch die Musik von Jurassic Park. Das ist einfach... Da kann man keine andere Musik machen. Das geht einfach nicht. Ja, das ist einfach nicht möglich, weil ja, das gehört irgendwie zu dieser Reihe dazu. Ist egal, ob World oder Park da steht. Das gehört einfach dazu. Und deswegen kann man, also eine andere Musik hätte nicht diese Auswirkungen gehabt, dieses Gefühl ausgelöst, was Jurassic praktisch, ja, wofür es steht und so, ne? Und da kann man auch keine andere. Also es ist meine Meinung. Ne? Das ist meine Meinung. So, wir brauchen hier natürlich auch wieder... Hallo? Da. Fleisch 1. Wir machen mal mehreres. Wir sehen ja, wie schnell diese... Ne? Ich will das Wort jetzt nicht aussprechen. Leer geht. Und auch an Ziegen. So. Jetzt haben wir das. Haben wir hier Tore? Oder habe ich hier Tore vergessen? Habe ich hier Tore? Ich glaube nicht. Habe ich die tatsächlich hier drin vergessen? Wenn nicht, egal. So sind wir auf der sicheren Seite. Aber hier sind die Autos. Und da machen wir aber auch nochmal einen hin, falls mal was ist. Dann haben wir zwei Zugänge von verschiedenen Seiten. Okay. Oh Gott, stimmt. Muss ich ja wieder pimpen. Nein. Was war denn das? Erfolgsrate war das? Ach so, ja, und Kapazität. So, und dann machen wir jetzt Raptoren. Die gehören da auch zu. Ist genauso cool, ne? Wer kennt nicht Blue und ihre Kumpels?
Auch das haben wir ein bisschen modifiziert. Nee, haben wir gar nicht. Oh, können wir zusammen machen? Also, vom Aussehen her. Obwohl, das Aussehen hätte ich gerne mal eigentlich dieses Null-Gen. Aber wer kann schon, ne? Unterschied. Wenn es nicht meine Kinder sind, sind es meine Hunde, die die Aufnahme immer stört. Das ist immer echt der Wahnsinn. Aber sie wollen hier mitreden. So. Geht das noch höher? Nein, es bleibt immer so. Lebhaftes Mustergen, Wüsten, Tundra-Muster, Alpin-Muster. Alpin ist, glaube ich, ach, wir können auch Tundra mal nehmen. Ja. So, Eingabe. Man muss das erstmal anwenden. Und dann kann man zum nächsten übergehen. Lebenserwartung machen wir nochmal. Ich will aber die Belastbarkeit und die Bewertung. Belastbarkeit. Das nehme ich. Das nehme ich, auf jeden Fall. So, haben wir noch eins, was nicht mit Kampf zu tun hat? Belastbarkeit, genau. Das geht noch höher. Ja, also starke Heilung schon mal merken, obwohl Immunreaktion, besonders effizientes Blut könnten wir auch nehmen. Ne, ich glaube, wir nehmen das hier. Und das reicht dann auch. Wir sind dann schon wieder nur bei 63% Lebensfähigkeit. Aber so kommen wir dann echt mit der Bewertung von den Tieren höher. Gucken, wie viele ausgesondert werden müssen, wie viele durchkommen und so weiter. So, noch ein. Und noch ein. Erstmal 4. So, irgendwo ist schon wieder jemand umgekommen. Erstmal machen wir hier Futter. Futter. Zack. Kümmere mich um Futterstation. Zack. Das sind die Futterstationen und irgendwo haben wir wieder mal ein Para. Genau, aber die haben wir ja so ziemlich am Anfang hergestellt. Bestätige Para Anfrage und... Diplodocus auch. Wir müssen auf beides noch einen machen. Also, wo ist der Para? Also keine Sorge, wir bringen das Ganze hier auf jeden Fall noch durcheinander, ja? Auf jeden Fall. Und gucken einfach, was passiert, wenn wir bestimmte Dinge tun. So, hier ist der Para und dann brauchen wir noch ein Diplo. Der müsste weiter oben gewesen sein, hier. So, den anderen Para lassen wir frei, aber das haben wir ja schon gesehen. Okay, das hätten wir. Wie diese hochgehoben werden, ne? Das sind tote Tiere. Also so werden sie hier dargestellt, sagen wir es mal so. So, wir waren hier. So, dann haben wir danach, haben wir dann tatsächlich nur noch dieses eine Gehege, wo wir uns dann überlegen, da werden auch noch einige Pflanzenfresser reinkommen. Alles andere, was ich jetzt habe, habe ich noch wirklich ausprobiert. Ich meine, klar, man könnte jetzt noch den Spino reinsetzen. Oder sollen wir hier den Giganto machen? Das wäre doch was. Anstatt Pflanzenfresser, davon haben wir, glaube ich, jetzt genug, können wir den Giganotosaurus, heißt der nicht Giganto, sondern Giganoto. Können wir machen. Das wird lustig, wenn der ausbricht. Also, man kann nicht sagen, T-Rex ist stärker oder der ist stärker oder der ist stärker. Das kann man so nicht sagen, denn durch diese ganzen Modifikationen, ne, an den Genen, was man da rumspielen kann, hat man da natürlich einige Möglichkeiten. Definitiv. Und somit könnte man theoretisch auch einen Spino stärker als einen Giganoto und Indominus Rex und so weiter, könnte man natürlich alles modifizieren. So, ich sehe hier meinen Stern nicht, deswegen muss ich so gucken. Okay, wir haben nicht mehr viel. Hier ist doch die Hälfte. Also es geht hier tatsächlich um hohe Sicherheit. Ne, gar nicht. Schon wieder die Kapazität ist nicht in Ordnung. Die Kapazität schon wieder. Also die wollen tatsächlich noch einen. Ja, und dann halt eben Einkauf und so weiter. Aber die wollen tatsächlich noch ein Hotel.
Vielfalt und Dinosaurier, aber mehr kriegen wir nicht. Aber hier haben wir auch 5 Sterne, also das darf man nicht vergessen. Hier haben wir 5 Sterne, von daher ist das nicht so schlimm. Aber die machen wir trotzdem nochmal. Aber erstmal möchte ich jetzt hier wirklich, was waren es? Raptoren, ne? Und die sind, oh, schon wieder ein Toter, mein Gott. Oh, das ist unser Rex, der ist tot. Nein, es hat ihn dahin gerafft. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Okay, dann machen wir eben 9. Ist ja nicht so, dass wir keine Möglichkeit hätten, uns Tiere zu machen, ne? So. Genau. Parasaurus lassen wir auch noch mal raus. Der Diplodocus kommt auch. Wieso 2 Tote? Habe ich jetzt schon wieder auch ein Para. Müssen wir auch ersetzen, ne? Wir müssen alles ersetzen. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Also noch ein Para. Eieieiei, hier hat man echt zu tun. Je mehr man Gehege man hat, je mehr Tiere man hat, umso mehr hat man natürlich auch zu tun. Das ist ganz klar. Wo man gerade mit was anderem beschäftigt ist. So, wir wollen aber hier nach den Raptoren. Gehört dazu, ist auch ein Kult. Produkt wird transportiert. Und die hören sich geil an. Die hören sich wirklich geil an. Die Geräusche, ne? Die sind halt eben original vom Film. Übrigens, der Raptor, den ihr seht, so haben sie es für den Film, ne, gemacht. So gibt es den eigentlich, eigentlich überhaupt nicht. Ich lasse die anderen raus, weil er mag es nicht allein zu sein. Deswegen, wir suchen ihn nochmal. Die sind ja ziemlich flink, die Tierchen, und die mögen halt eben den Wald auch. Ich muss ihn suchen. So. Nee, durch den Wald kann ich ihn nicht sehen. Dann nehmen wir eben den anderen. Müssen wir uns beeilen. Wald und Grasland ist okay, wir brauchen nur sozial. Boah, sieht der cool aus. Na, kann man sich nicht drehen irgendwie, dass man ihn von vorne sieht? Doch. Er jagt. Okay, wir brauchen noch mehr. Das ist jetzt hier groß genug, da können wir. Ne, habe ich jetzt auch gar nicht gesehen, wie viele die überhaupt von sich selbst wollen. Habe ich nicht drauf geachtet. Mal gucken. Ich guck erstmal. Nicht, dass ich jetzt zu so viele mache, obwohl ich hätte dann Reserve. Ja, so viele dürfen wir jetzt gar nicht mehr machen. Die wollen zwar in der Gruppe sein, aber halt eben nicht in einer zu großen Gruppe. So. Also ich würde sagen, einen lasse ich gleich noch frei, den anderen hebe ich dann auf als Reserve. So, aber wir haben wieder 2 tote Tiere. Gallimimus schon wieder und Diplodocus. Gallimimus und Diplodocus. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Gallimimus und noch ein Diplodocus. Da ist der Gallimimus. Und noch einen Diplo. So, der erste Diplo, den können wir schon mal freilassen wieder. Genauso wie den Parasaurolophus. Und die anderen müssen noch so. Genau. Oh, der wird ausgesondert, das ist gut. Und der braucht halt eben noch. Weil wir brauchen jetzt nur noch einen, sonst sind die hier. Das Blöde ist, die sieht man kaum. Da hinten ist einer. Genau, einer reicht, sonst haben wir Problem. Boah, wie der guckt so, ne? Also den würde ich, ne, wenn es das geben würde, würde ich den nicht unbedingt begegnen wollen. Aber wie gesagt, die sehen eigentlich in echt, oder wenn sie jetzt noch leben würden, würden die so gar nicht aussehen, sondern hätten Federn und so. Für den Film haben sie diese Raptoren aber so gemacht, weil sie wollten noch einen Schafzahn haben, der genauso Schrecken verbreitet, ne, wie der T-Rex, nur halt eben kleiner ist. Allerdings, ne, wäre das gut rübergekommen, wenn da auf einmal
so ein Tier mit bunten Federn gekommen wäre. Natürlich nicht. Also haben sie es umgeändert. Und denn dadurch kennen wir den Velociraptor so, wie es im Film ist. Parasaurus. Schon wieder. Produkt muss eingesammelt werden. Also noch ein. Ja. Hier noch ein Para. Ich habe gerade schon wieder ein Tier eingesammelt. Ich habe nicht drauf geachtet, aber das ist ja nicht so schlimm. So, noch ein paar. Gallimimus kann raus. Okay. Para. Wieso sterben die ganzen Paras jetzt? Ne, der eine wird ja schon abgeholt. Produkt wird eingesammelt. So, nochmal ein Para. Ah, ein Diplodokus müssen wir neu machen. So, erstmal den Para und dann nochmal ein Diplo, weil uns der eine Diplo kaputt gegangen ist. Lebensfähigkeit ist nicht sehr hoch bei dem. So, dann dürfte das aber gewesen sein. So, auffüllen. Nachschubanfrage bestätigt. So, aber die Toten werden jetzt abtransportiert. Das dürfte es dann auch gewesen sein. So, können wir jetzt mal zurück zu unseren Raptoren. Also wie gesagt, eigentlich hatten diese Tiere, sahen so nicht aus. Sie haben das Aussehen von einem anderen Raptor. Ich weiß, habe aber gerade den Namen nicht mehr im Kopf bekommen, der ganz anders heißt. Aber es sind alles Raptoren, ja. Aber wie gesagt, die hatten hier eigentlich, ich glaube, die waren sehr viel kleiner um die Hälfte und hatten Federn. Es ist nur der Name Velociraptor, wo sich der Filmehersteller dann gedacht hat, ja, das ist cool, dieser Name ist cool, aber das Aussehen gefällt mir nicht. Und dadurch kennen wir halt eben die Dinosaurier, also die Velociraptoren, so wie wir sie aus dem Film kennen. Den lasse ich so, klicke ich nicht weg. Komm, brüll doch. Genau, so wollte ich das. Liebe Gäste, wir sind hoch. Okay. Irgendwo da müsste ich noch, oder hier. Vielleicht muss ich auch den Weg hier ein bisschen anders machen. Müssen wir noch ein Hotel dann hinmachen, weil die Kapazität ist ja wieder mal. Aber wie gesagt, so. Nehmen wir hier den Giganotosaurus. Dann haben wir die Gehege auf jeden Fall schon mal voll. Aber wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.